Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich. Ich begrüße die wundervollen Löwen, Löwe-Aszendenten. Und solltest du Planeten im Löwen haben, wie Mond, Venus etc., dann schaust dir an, sind bestimmt ein paar Impulse für dich dabei. Des Weiteren ist das ein allgemeines Reading, kein persönliches. Wenn du ein persönliches möchtest, kannst du gern unterhalb von dem Video in die Infobox gehen. Dort ist meine Website verlinkt und du kannst mich kontaktieren. Termine sind wieder ab 20. Juni möglich. Liebe Männer, ganz, ganz lieben Dank fürs Zusehen. Bitte bedenkt, ich spreche immer aus der Sicht einer Frau. Daher dreht es euch einfach um. Und das betrifft auch alle Gleichgeschlechtlichen etc. Meine lieben Löwen, der Juni, der Juni, der Juni. Wir haben jetzt so einen Vorgeschmack gekriegt. Pluto war im Wassermann, der geht jetzt wieder zurück in den Steinbock. Bis Januar 2024. Und im Wassermann haben wir so den Vorgeschmack gekriegt. Wir haben viele Ideen gehabt, wussten vielleicht noch nicht, wo es hingehen soll. Aber irgendwas war anders. Ne? Man war manchmal auch ein bisschen durcheinander und dachte so: Oh Gott, was wird das jetzt? Ne? Und jetzt will das Alte wieder zurück. Und man merkt: Nee, nee, Freunde, mit mir nicht mehr. Ja? Also ich kann jetzt nicht mehr vertrauen, ich vertraue mir selber und ich will neue Wege gehen. Und jetzt könnt ihr da auch wirklich Pläne machen, langfristige Pläne. Ne? Dass man sagt, das ist jetzt mein Weg und ganz viel dieses Vertrauen. Und des Weiteren wird es sehr leidenschaftlich, dieser Monat. Das passt ja zu euch. Wir wollen mal gucken, was ist die Hauptüberschrift für diesen Monat für euch? Auf was dürft ihr euch freuen? Was soll kommen? Du bist einzigartig. Du bist einzigartig. Niemand anderes, ja? Lebe verrückt, lebe mutig und lebe dein Sein. Leb doch mal verrückt, mach da mal was ganz anderes, ja? Lass es mal krachen, sage ich immer so schön. Und die Unterkante ist der Baum der Wünsche, ruft deinen Namen. Naja, ein längst vergessener Wunsch kommt hoch. Da bin ich ja echt gespannt. Ein längst vergessener Wunsch. Ne, dann lassen wir uns mal überraschen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was begleitet euch mit dazu? Was für ein Thema? Was haben wir? Sehnsucht. Ui. Nach irgendwas sehnst du dich. Und dann tu es jetzt einfach mal. Durch die Sehnsucht erfährt deine Seele, wie sehr du lieben kannst. Ja, vielleicht gibt es hier irgendwas, wo du Sehnsucht hast, wo du weißt, auch das ist es, ja. Ist es nicht eine schöne Energie? Es ist herrlich, ja. Du bist einzigartig. Was anderes zählt nicht, ja. Und ein längst vergessener Wunsch möchte sich erfüllen, Saturn in den Fischen. Habe ich ja immer gesagt, die nächsten 2,5 Jahre. Das kommt, was du dir gewünscht hast. Das kommt aber zu dem Zeitpunkt, wenn du bereit dafür bist. Und wahrscheinlich bist du jetzt bereit dafür. Und das ist klasse. Was haben wir denn bei euch alles? Was haben wir denn? Die Unterkarte ist 2 des Winters. Unentschlossenheit hält dich zurück. Gefangen zwischen Herz und Verstand. 10 des Winters. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Es waren wahrscheinlich anstrengende Zeit in letzter Zeit. Das ist so die Auflösung von Schwierigkeiten. Eine Last wird dir von den Schultern genommen. Und atme einfach auf und sag, endlich ist es vorbei. Es war vielleicht so, dass du wie Burnout hattest, überfordert warst, nicht gesehen wurdest und dachtest, was mache ich hier eigentlich? Was mache ich hier eigentlich? Ja, kann in deiner Arbeit und allen sein. Wollt ihr mich veralbern oder was? Ja, ich bin vollkommen ausgelaugt und kein Mensch sieht's. Ja, und du hast erkannt, dass du ein bisschen das anders machen willst, vielleicht dein Leben anders organisieren willst. Mach das. Lebe verrückt. Ja, du bist einzigartig. Dich gibt's nicht nochmal. Gibt keine Kopie von dir. Die beste Karte hast du dazu, der Magier. Du kannst alles tun, was du möchtest. Alles. Das ist die Nummer eins, ja? Manifestiere dir deine Wünsche und du hast dir hier schon was manifestiert, sonst würde es nicht liegen, ja? Nimm die Kontrolle über dein Leben an. Du kannst alles manifestieren, was du für deinen Erfolg brauchst und du kannst tun, was du willst. Der Magier sagt, du kannst tun, was du willst, ja? Du hast alles in der Hand, ja? Du hast alle deine Tools selber in der Hand. Und jetzt mach's einfach. Erkenne mal, was für ein besonderer Mensch du bist. Und dann habe ich die 6 des Frühlings. Naja, wundervolle Neuigkeiten stehen bevor. Kluge Entscheidungen, die zur Belohnung führen. Erfolg und öffentliche Anerkennung. Wenn du deinen Weg gehst, du kommst jetzt in deine Kraft. Die Kraft kommt heraus, ja? Lebe das. Das ist fantastisch. Also, bei euch kommt was Wundervolles. Was sagt das Tarot zu euch? Was sagt das Tarot? 5 Karten vom Tarot. Ja, eure Karte ist gefallen, fantastisch. Wow. Die Unterkarte ist der König der Stäbe.
Das könntet ihr sein, das ist ein Schütze mit der Löwe, oder ihr habt es mit jemandem zu tun, der genauso eine Energie hat, vorwärts gehen will, nicht die Angst hat, Mut hat und der vielleicht auch ein bisschen verrückt ist und mutig ist. Wir fangen mal an. Ich habe als erstes den Hierophanten. Der Hierophant ist immer so Wissen, Weisheit. Der eine von euch könnte vielleicht den Wunsch haben, Wissen weiterzugeben. In irgendeiner Form, als Lehrer, als Ausbilder, als Berater. Egal was. Ihr habt irgendwas in euch, was ihr könnt. Und der Hierophant sagt, jetzt nimm mal da wieder dein Leben in die Hand. Nimm mal dein Leben in die Hand. Du weißt doch alles. Komm mal wieder auf den richtigen Weg, dass es dir gut geht. Das ist der Hierophant, ja? Das ist spannend. Ja, und Visionen sind ja schon da mit den zwei der Stäben. Die Visionen sind da. Die zwei der Stäbe sind für mich immer so die Karte, die Visionen sind da. Aber was mache ich? Gehe ich rechts? Gehe ich links? Geht das überhaupt? Ja? Sehr spannend. Du hast aber die Kraft dazu. Deine Karte ist gefallen. Die Löwe-Karte. Das ist die Kraft. Die Kraft hast du, den Weg zu gehen. Nur ist hier noch was und das klären wir dann. Hier ist was. Wo ich sage, der Teufel ist nicht immer eine schlechte Energie. Manchmal braucht man auch ein bisschen Teufelsenergie, dass man überhaupt in die Puschen kommt. Ja, das muss ich mal so sagen. Aber der Teufel kann auch sein, dass du noch in irgendwelchen Kreisläufen gefangen bist, wo du dich dann nicht befreit hast. Mit der Kraft sagt dir aber die Karte, du kannst dich hier raus befreien. Und dann kommt der Herrscher. Der Herrscher. Das kann sein, dass du zum Herrscher aufsteigst, dass das deine Energie ist, ja, dass du was erschaffen willst. Du nimmst das Zepter in die Hand, du nimmst dein Leben in die Hand. Du machst jetzt das, was dich glücklich macht. Du befreist dich sozusagen aus Abhängigkeiten etc. Oder es ist ein Mensch, der ganz wichtig für dich ist und der dich unterstützt mit. Der Herrscher ist immer so jemand, gerade in der Arbeit ist es jemand, es kann Chef sein, Coach sein, Berater sein. Der hat sein Zepter in der Hand. Das ist meistens ein Selbstständiger. Ja, muss nicht sein, aber eine höhere Position. Der weiß, was er will. Der weiß, was er will. Und es kann sein, dass du diese Unterstützung kriegst oder selber dazu kommst. Dass du jetzt was machst, was dich absolut glücklich macht, wo deine Leidenschaft hervorkommt und du sagst, ja, das ist mein Weg. So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist der Hierophant? Was ist der Hierophant für euch? Wir brauchen mal zwei Karten, bitte. Was ist der Hierophant? Ach so, das Tarot wollte ich euch mal zeigen. Das ist ein schönes Tarot. Das ist das Mystic Fairy Tarot. Also, das finde ich ein schönes Tarot. Ne? Das Mystic Fairy Tarot. Also, ich habe hier. Oh. Was ist denn hier los? Sechs der Kelche und der König der Münzen. Eieieiei. Der Hierophant. Die Sehnsucht. Hast du Sehnsucht nach jemandem? Und traust dich nicht. Und der Hierophant sagt, du weißt, wie du das machst. Da hast du Sehnsucht nach alten Dingen. Es kann auch sein, dass deine Kindheitserinnerungen hochkommen und du irgendwas machen möchtest, hast du, wo du sagst, es ist das zwar verrückt, aber ich wollte das schon immer machen. Kann was ganz Einfaches sein. Es muss ja nicht mal die Arbeit sein. Es kann sein, dass du sagst, du weißt, ich wollte schon immer die Route 66 mal mit der Harley fahren. Ne? Ich fliege jetzt darüber, miet mir so ein Ding und mach das. Das kann durchaus sein. Und hier ist jemand dabei, der eigentlich eine sehr beständige Energie hat. Ja, vielleicht triffst du jemand wieder, König der Münzen, der ist sehr geerdet. Der ist sehr geerdet. Also das ist nicht ein Spinner. Ja? Und dass du sagst, Mensch, ey, wir wollten immer gemeinsam diese Tour machen. Oder wir wollten mal Fallschirmspringen machen. Oder wir wollten mal das machen. Der Hierophant sagt, der nimmt dein Leben in die Hand. Deine alten Wünsche kommen hier hoch. Kindheitserinnerungen kommen hier hoch. Und vielleicht gibt es da einen Menschen, ne, an den du öfters denkst, weil du mit dem gerne das gemacht hättest. Ja? Das will ich nicht ausschließen. Aber wir werden es sehen. Die zwei der Stäbe. Ja. Visionen hast du. Die Visionen sind da. Ja? Aber was kommt dann? Traust du dich? Das ist ja immer die Frage. Ne? Ach, ist das süß. Ja. Oh. Ich sage euch, das ist reine Liebesrede hier. Drei der Kelche und zwei der Kelche, ja? Also, das ist für mich sowas, du hast Visionen. Ich glaube, du begegnest hier jemand wieder. In der Arbeit kann das auch sein. Ich sehe das noch nicht mal so in der Arbeit bei euch. Ich sehe das so in eurem Leben, dass in eurem Leben hier was passieren soll, dass ihr vielleicht eine kleine Feierlichkeit habt, ein Wiedersehen habt mit jemandem und auf einmal kommen diese Visionen, ja?
Oder ihr sagt, ich muss unbedingt mal wieder Kontakt aufnehmen oder irgendwas in der Art. Und ihr merkt, das ist aber was ganz Besonderes. Das ist hier eine Verbindung. Hier gibt es eine Verbindung, die ganz besonders ist. Ganz tief eine Seelenverbindung. Zwei der Kelche sind eine Seelenverbindung. Und hier, vielleicht überlegt ihr noch, wie könnte man sich wieder treffen oder sowas. Ja? Aber ihr könnt es dazu kommen. Hier triggert euch was an. Ja? Ich bin ja gespannt. Was ist denn die Kraft? Was ist die Kraft? Was ist die Kraft? Wahnsinn. Die Kraft ist die reine Transformation. Das ist der Tod. Ich glaube, der Teufel und alles, das hängt alles mit zusammen. Ihr habt abhängig gelebt. Ihr wart in Abhängigkeiten. Ihr wart in Kreisläufen verstrickt, wo ihr gesagt habt, ah, das geht doch nie, was ich für Träume habe. Das geht doch nie. Irgendeine Begegnung werdet ihr hier haben. Irgendeine Begegnung ist der Auslöser dafür, dass ihr jetzt sagt, nee, Transformation vom Feinsten. Ihr sagt euch, das lasse ich alles hinter mir. Ich gehe jetzt meinen Weg. Ich bin einzigartig. Das ist eine wahnsinnstolle Karte. Ihr lasst hier vieles hinter euch. Und ich sehe, dass ihr drei der Münzen und zwei der Münzen, also ihr habt viel drei und zwei, das ist immer so jonglieren, ja, jonglieren. Das ist so zwei der Münzen, ja, ich weiß nicht, tue ich es nicht, ich jongliere noch ein bisschen. Und drei der Münzen ist sowas, naja, aber ich möchte schon gern daran arbeiten, ich möchte, das ist auch viel die Hobbykarte drei der Münzen. Das ist so viel, das ist nicht unbedingt, dass man jetzt in der Arbeit, das ist so kleine Gruppen, dass man vielleicht ein gemeinsames Interesse hat und sagt, ey, das machen wir jetzt, wir ziehen das Ding jetzt durch, ja? Oder ich sag mal so, es gibt so vieles, dass man sagt, das war immer unser Traum, ja? Man begegnet jemand wieder und man merkt sofort, das ist wie eine Seelenverbindung, man kommt sofort klar. Und hier soll irgendwas entstehen, wo ihr aber noch ein bisschen schwankt. Ihr habt Visionen, ihr habt Ideen, euch hält noch was zurück. Aber hier transformiert ihr euch. Ihr wisst jetzt, ihr wollt einen anderen Weg gehen. Ihr wisst das jetzt. Ihr sagt, es ist mir jetzt egal, ja? Das ist mein Leben. Das nehme ich jetzt in die Hand. Ja, auf was soll ich hier warten die ganze Zeit? Was ist der Teufel? Was ist der Teufel? Ist das euer Ehrgeiz? Ja, ist euer Ehrgeiz. Der Teufel, also hier unten ist der Nord, der Anfang. Der Teufel, das ist euer Ehrgeiz. Sechs der Stäbe und der Magier, das ist euer Ehrgeiz. Und da sage ich so, der Ehrgeiz, ja, so, aber man ist verstrickt noch in irgendwas. Und ich glaube, das löst sich auf. Der Teufel ist auch so, ach, ich kann nicht widerstehen, ich kann nicht widerstehen, ne? Passt aber auf, dass ihr es nicht manipuliert. Das sage ich euch noch. Nichts manipulieren, ne? Aber der Teufel hat auch so Energien, dass man wirklich sagt, ich kann nicht widerstehen. Ich möchte das unbedingt tun. Wenn er es auf eine faire Art und Weise macht, dann macht das so, ja? Weil alte Sachen lasst ihr hinter euch. Ihr seid anders, ihr wärt anders. Und die sechs der Stäbe oder die sieben der Stäbe, Entschuldigung, die sieben der Stäbe und der Magier wie hier oben. Du kannst alles tun, was du willst, ja? Und es kann sein, weil die sieben der Stäbe dabei sind, dass ihr wirklich hier noch irgendwas habt, wo ihr euch schützt, ihr beschützt euch selber, weil ihr Angst habt, dass ihr in irgendwas reingeht, wo ihr nicht mehr rauskommt. Ne? Kann auch in der Liebe auf jeden Fall. Ne? Aber im normalen Leben genauso, dass ihr sagt, boah, jetzt mache ich hier so verrückte Sachen, dann komme ich nicht mehr aus diesem Dings raus und dann habe ich immer diesen Wunsch, das zu tun. Hier ist noch ein gewisser Schutz, aber der Magier, der ist größer und höher. Ne? Das ist eine große Arkana. Ihr werdet es tun, ihr werdet hier was ganz Neues erschaffen für euch. Was ganz Neues. Und die Unterkarte ist der Narr. Als ob ihr, ich nenne das so, als ob ihr euch total verändert und jetzt wieder so diese Kraft und Stärke zurückkriegt und sagt, ja, pfeif drauf. Ja, alles, was mich so runtergezogen hat, was nicht in Ordnung war in meinem Leben, immer dieses Schwanken, wo ich mich vielleicht angepasst habe, immer diese Lasten und alles, ne? Und wo ich kurz vorm Burnout stand oder sowas. Ist vorbei jetzt, ist vorbei. Ich lebe. Sowas ist das. Ich lebe. Der ist der Herrscher. Der ist der Herrscher. Ja, was soll ich sagen? Eieieiei. Wer ist der Herrscher, habe ich gefragt. Naja, ihr sollt wahrscheinlich zum Herrscher werden. Ich habe hier die Herrscherin. Herrscher und Herrscherin, das ist das von oben geführte Paar. Das ist göttlich männlich, göttlich weiblich. Also ihr habt es hier mit jemandem zu tun, wo zwei der Kelche.
komplette Augenhöhe. Ihr wollt beide dasselbe. Beide. Ja? Ihr ist nicht so ein Geeier, ihr wollt beide genau dasselbe. Ihr wollt was erschaffen. Und wenn es die Arbeit für einige ist, dann habt ihr die Nase voll. Ihr habt echt die Nase voll. Ihr träumt von was ganz anderem schon ganz lange. Und ihr habt Visionen, ihr habt Ideen, ihr wollt auch daran arbeiten. Ihr schwankt aber, tue ich es nicht. Und hier kann was von außen kommen, was euch dazu verleitet. Vielleicht begegnet ihr jemand wieder, wo ihr ja erkennt, genau das ist es. Ja, meine alten Kindheitsträume, Erinnerungen. Und dieser Mensch, der sagt dann, ja, lass uns das doch machen. Und ihr erkennt, ich muss mich aus dem, ich schütze mich zwar noch, aber ich befreie mich hier raus. Ich habe alle Tools in der Hand. Ein Herrscher und Herrscherin ist ein perfektes Paar. Also das ist jemand anderes, ne? Weil in dem Reading ist es immer so, sag ich immer so, dann seid ihr die Herrscherin. Sieben der Schwerter. Eieiei. Sieben der Schwerter. Sieben der Schwerter und fünf der Münzen. Wisst ihr, was ich für einen Eindruck habe? Ihr denkt schon wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht gerade die alten Kindheitsthemen. Da kommt jemand wieder, ihr denkt, der hat sich schon mal davon geschlichen, ne? Und der hat, war nicht ehrlich und so weiter und so fort. Nee. Und das hat mich ganz war traurig. Kann auch was gewesen sein, dass hier jemand, für einige ist es so, dass hier irgendwas mit Geld gewesen ist, dass sich jemand davon geschlichen hat und unehrlich war. Weil fünf der Münzen und sieben der Schwerter ist sowas, ne? Unehrlichkeit viel. Aber es kann auch sein, dass ihr sagt, oh, kann ich das überhaupt, ja? Also nachher schleicht sich jemand davon, dann bin ich traurig, ja? Und dann stimmt das alles gar nicht. Ist das eine Illusion, was ich hier hinterher häschle? So was sehe ich hier. Ja, das ist aber keine Illusion. Der Ritter der Stäbe und der König der Kelche. Also das ist so Ritter der Stäbe. Das ist nicht mehr Page, der steht und wartet, bis es losgeht. Das ist so ein bisschen auch die Energie, dass ihr merkt, nee, ich kann das jetzt. Und ich weiß, ich glaube, ihr erkennt hier eure Einzigartigkeit, ja? Vielleicht habt ihr auch ein bisschen Angst davor oder sagt, da hau ich lieber ab. Das wird hier mir hier werden ja richtig Pläne gemacht und hier geht's los, ne? Und habt ein bisschen Angst davor. Aber müsst ihr nicht haben, weil der Ritter der Stäbe, das ist schon sehr leidenschaftliche Energie. Hat man schon eine Idee hier. Hier brennt man für eine Sache. Das muss ich immer sagen. Und König der Kelche, das kann alles ein und dieselbe Person sein, ne? König der Kelche kann euch Träume erfüllen. Es ist nur einfach mal so. Das ist ein Fisch, ein Krebs oder ein Skorpion. Das kann alles dieselbe Energie sein, dass der sehr beständig ist, ja, dass der seinen Mond irgendwo im Widder oder Entschuldigung, im Stier oder in der Jungfrau hat, ja. Dass und als Herrscher auftritt, das ist Widder- und Stierenergie. Will ich nicht ausschließen, aber dass es eigentlich ein Mensch ist, der euch Träume erfüllen kann. Hier kommt jemand, der euch eure Träume erfüllen will. Und hier ist eine Leidenschaft dabei vom Feinsten, ja? Hobby, Beruf, in allen Dingen. Ich denke mal, hier ist nur das bei euch. Sieben der Schwerter und fünf der Münzen. Das ist für mich so, habt einfach so ein bisschen Bedenken. Vielleicht war hier schon mal was, deswegen schützt ihr euch so, dass hier schon mal was gewesen ist, wo ihr dachtet, kann ich dem Braten trauen? Hier war schon mal was. Das muss noch nicht mal der Mensch gewesen sein. Hier war schon mal was in eurem Leben. Es ist einfach zu perfekt für mich. Und nicht, dass er sich davon macht, wenn es hier um Geld geht oder sowas. Ne? Vielleicht investiert ihr in eine Sache. Und dann sagt ihr, dann macht er sich davon und ich stehe da. Ne? Also das will ich nicht. Das kann so zusammenhängen. Oder ihr habt schon mal eine andere Erfahrung gemacht. Das wird euch aber genommen, weil ihr brennt für eine Sache. Und dieses Brennen und diese Leidenschaft ist so schön. Nach der Münzen, ihr arbeitet daran, ja. Und das ist einfach so. Ihr befreit euch hier aus alten Dingen. Ja, ihr seid noch in irgendwelchen alten, ich sag mal so, Transformationskarte liegt hier. Und wenn ich Teufel sehe und Schützen, als ob ihr diesen alten, ungesunden Kreislauf beschützen wollt. Ja, wo ihr drinsteckt, wo ihr immer wieder runtergezogen werdet. Und oh, was so schwer ist, ja. Dann lasst es doch mal los, ja? Der Teufel, der Tod ist nicht umsonst gekommen. Das ist Transformation. Wir sind mittendrin. Und ihr sollt diesen Monat wirklich wieder so sehen, mal verrückt zu leben, was anderes zu machen, mutig zu sein, ja? Wonach hat dein Herz Sehnsucht? Und was ist ein lang vergessener Wunsch in dir? Der soll dir jetzt erfüllt werden. Der Hierophant wird dir von oben geschickt. Das soll dir erfüllt werden. Und das kriegst du in deinem Privatbereich, in deiner Arbeit, was du möchtest. Weil der Magier sagt, du kannst alles haben. Was willst du? Ja?
Wunderschöne Energien. In der Liebe. Ja, der Hierophant, das ist auch so eine Verbindlichkeit, ne? Das ist wie von oben geführt eine Verbindlichkeit. Es ist aber auch so, dass das auch Wissen und Weisheit. Du weißt doch, hier ist irgendwas aus eurer Vergangenheit, was sehr bindet, wo ihr vielleicht dran denkt und wo das wundervoll ist. Das ist eine der tiefsten Seelenverbindungen, die es gibt, sechster Kelcher. Und König der Münzen, das kann jemand sein, der sehr beständig ist, der vielleicht war der Mensch auch sehr konservativ und wollte damals, so nenne ich das, weil das kommt ja, und wollte damals was verbindlich Festes. Und ihr wart aber noch gar nicht so sehr dafür bereit, ja. Und ihr denkt noch so dran, weil das eine schöne Zeit war. Irgendwie gibt es hier eine Wiederbegegnung. In irgendeiner Form werdet ihr diesen Menschen wieder begegnen. Und es kommen Visionen hoch, es kommen Wege hoch. Was tue ich? Gehe ich diesen Weg? Traue ich mich? Drei der Kelche ist, dass man sich wieder sieht, ist immer so. Und zwei der Kelche ist eben Liebe. Das ist Seelenliebe, das ist tiefe Liebe. Ja? Und man hat auch neue Visionen. Ich glaube, ihr seid aber noch in irgendwas gefangen. Vielleicht war das schon mal was. So Gedankenmustern gefangen, Angst habt, abhängig zu werden. Alles sowas, dass ihr euch erstmal noch schützt. Aber der Tod sagt, ihr transformiert euch vom Feinsten. Ihr habt hier Kräfte, entwickelt ihr, weil das Sehnsucht ist, weil das eine Erfüllung für euch ist, die wunderschön ist. Und hier will man daran arbeiten. Hier jongliert man doch ein bisschen. Aber hier will man auch daran arbeiten, dass das funktioniert, gemeinsam. Das ist die Teamwork. Ja, und der Magier sagt wieder, die Verzauberung ist da. Magic Time, ja. Und diese Magie soll ausgestrahlt werden. Und der König der Münzen zum Beispiel, der muss nicht unbedingt Stier, Steinbock oder Jungfrau sein. Ja? Das kann auch ein Mensch sein, der eine Beständigkeit ausstrahlt, der geerdet ist, der ein bisschen seinen eigenen Weg gehen will. Ja? Der nicht der Schnellste ist, das muss ich immer sagen. Also den kannst du wirklich beim Laufen die Schuhe besohlen zeitweise. Ne? Wenn es gerade um diese Dinge geht. So eine Veränderung zuzulassen oder sowas. Das ist so, ja. Deswegen, es kann jeder sein. Ich habe bald den Eindruck, das ist fast ein und dieselbe Person hier, ja. Aber muss nicht sein. So, und hier kommt aber jemand, der, ich nenne das mal so, der sein Zepter in der Hand hat, ja, ganz anderes Auftreten, als ob sich jemand total verändert hat, weiß, was er will. Und vorwärts geht und ihr habt noch so eine Angst. Naja, nachher macht er sich vom Acker und dann stehe ich da, dann bin ich ganz traurig. Ne? Das musst du nicht haben. Weil hier ist noch eine Anziehungskraft, hier ist eine Leidenschaft da. Und dieser Mensch kann auch eine sehr romantische Seite ausleben und kann euch die Sterne vom Himmel holen. Also das kann ein Fisch, ein Krebs, ein Skorpion sein, der vielleicht selbstständig ist, ja, der eine höhere Position hat, der aber auch sehr geerdet ist, der vielleicht auch ein bisschen viel aufs Materielle guckt. Das kann alles zusammenhängen, will ich nicht ausschließen. Und bei allen anderen ist es so, dass ihr jemand begegnen könnt, jemand Neuen, will ich nicht ausschließen, wo ihr sofort merkt, das ist tiefe Verbindung. Das ist so, als ob ich dich schon früher gekannt habe. So was ist das, ja? Und ihr habt aber schon mal negative Erfahrungen, deswegen habt ihr ein bisschen Bedenken. Müsst ihr aber nicht haben, ja? Hier ist eine Anziehung, hier ist eine Leidenschaft und hier ist Magie in der Luft. Und ich glaube, das ist das, was ihr euch gewünscht habt. Und das soll jetzt in Erfüllung gehen. Und jetzt dürft ihr es annehmen. Na? Und nicht hier Fliege machen. Vielleicht wollt auch ihr die Fliege machen, weil ihr sagt, oh, Gottes Willen, was kommt hier? Es ist wunderschön. Na? Aber ich sage mal so, da die Venus rückläufig wird, kann es passieren, du begegnest jemand wieder, den du ewig nicht mehr gesehen hast und wo wirklich so eine Verbindung ist. Da muss ja nicht mal was gewesen sein. Na? Vielleicht hat man sich damals irgendwo nur mal unterhalten und das ist auseinandergegangen. Man hat gedacht, der macht sich ja einfach vom Acker. Ja? Und dann begegnet man demjenigen wieder und irgendwie ist alles noch da. Da ist noch eine Faszination da. Und das ist was Wunderschönes. Also, seid bereit dafür. Es kann natürlich nur viele sein. Ich habe explizit Stier hier, Widder, Steinbock, Löwe, Fisch, Krebs, Skorpion. Nochmal Stier. Was haben wir denn noch? Fisch, Krebs, Skorpion, Stier, Steinbock, Jungfrau, Schütze, Widder, Löwe,
Wage, was immer es will. Ihr wisst, wer es ist. Es ist doch Magie. Das ist Magic Time, meine lieben Löwen. Jetzt lasst es mal zu. Probleme in der Familie heilen. Ja, da war schon mal was. Deswegen habt ihr auch Angst. Co-Abhängigkeit, das ist Co-Abhängigkeit, ja. Co-Abhängigkeit ist der Teufel. Als ob ihr Angst habt, ihr macht euch hier abhängig. Oder hier ist eine Abhängigkeit. Vielleicht habt ihr schon mal eine Abhängigkeit gehabt. Zu viel getan, ungesunde Kreisläufe und so weiter und so fort. Und das ist vielleicht schon ewig euer Thema. Weil das kann eine alte Beziehung sein, das kann von den Eltern übernommen sein. Du musst was tun, damit du gesehen wirst. Und du doch nicht, du kriegst doch das nicht. Na, so alte Glaubensthema, der pfeift doch mal drauf. Ja? Da kannst du Pustekuchen sagen. Du bist einzigartig. Lebe mal verrückt, ja? Lebe mutig. Sei mal ein bisschen ganz anders. Du hast Sehnsüchte, du hast Träume und Wünsche und die wollen jetzt erfüllt werden. Und dann habe ich Finanzen und Karriere. Es kann natürlich sein, dass es über Finanzen geht, über die Arbeit geht, dass du über die Arbeit wieder jemand begegnest, ja? Ja, und du sollst hier, ja, romantische Gefühle, ja, beim Fisch brauchst du dich oder Krebs oder Skorpion brauchst du dich nicht wundern. Also, und dann habe ich, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Bleib mal optimistisch. Denk positiv hier. Hier soll was Wunderbares kommen. Diese Kreisläufe, diese Abhängigkeiten, die kannst du wegtun. Du hast hier eine Transformation vom Feinsten. Du tust das nicht mehr. Du weißt doch, wie es ist. Warum sollst du das nochmal wiederholen? Es bringt gar nichts. Das machst du nicht. Lass mal die Magic Time in dein Leben und leb mal ein bisschen verrückt. Das ist doch irre, das ist doch schön. Was sagen die Herzorakel zu euch? Was sagen die Herzorakel? Naja, ich sag mal, es ist ein Neuanfang. Oh, puh, ein neues Abenteuer. Hier ist ein Neuanfang. Ein neues Abenteuer erwartet dich. Ja, riskante Versuchung, der Schein trügt. Ich glaube, du hast Angst. Du hast Angst. Hier kommt wieder was zurück und du hast Angst. Du denkst so, boah, nicht nochmal. Und dann hast du so, da ist vielleicht ein Geheimnis. Und ich weiß, aber es wird alles gelüftet. Mach dir nicht die Gedanken. Denk nicht für den anderen, denk an dich. Und hol hervor, wie einzigartig du bist. Und du hast einen heimlichen Verehrer. Wahrscheinlich ist dieser Mensch schon immer dein heimlicher Verehrer. Und du konntest dir das gar nicht vorstellen. Tja, und die Unterkarte ist der Neuanfang. Hier soll was Neues beginnen. Jetzt lass es zu. Und tu den ganzen alten Kladderadatsch weg, egal was gewesen ist. Ja? Also somit kann man keine Neuanfänge machen. Also bitte neue Wege. Lebe verrückt, das ist für mich so das. Magic Time, lebe verrückt. Jetzt zeig mal, was du drauf hast, ja? Du kannst alles erschaffen. Glaub einfach an dich. Glaub an dich und sag dir jeden Morgen, ich bin wundervoll. Ich bin wundervoll einzigartig und ich habe Mut und ich gehe vorwärts und ich gehe jetzt ganz neue Wege. Und auch wenn noch mal jemand zurückkommt in dein Leben, ja? Ich gehe mit ihm neue Wege und das ist fantastisch. So, zum Abschluss das Krafttier-Orakel. Wow, meine Löwen. Da kann ich ja auch immer so eine Begeisterung mitbringen. Ne? Ich habe auch so einige Löwenanteile in mir. Naja, spannend. Libelle. Befreiung vom Ballast. Das machst du hier. Das ist vorbei. Leichtigkeit, Dynamik, Flexibilität, Elfen, Feen, Naturgeister. Ja, kann sein, dass du auch mal im Wald gehst, dass du dadurch was erkennst. Ne? Elfen, Feen, Naturgeister, man sagt immer so, die Elfen, die Feen, das ist so eine Leichtigkeit, so, ne, die schweben so dahin. Ich glaube, du sollst so diese Einzigartigkeit erkennen, dass du genauso dahin schweben kannst. Für dich steht die Welt offen. Die Welt steht dir offen. Und dieser Ballast, den hast du dir selber aufgeladen. Und den darfst du jetzt mal ablegen. Tu einfach nur, was du willst. Tu einfach nur, was du willst. Und lass das alles wieder zu. Es wird schön. Meine lieben Löwen, ich wünsche euch einen schönen Monat, einen wundervollen Monat. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, freue mich über ein Abo und freue mich, wenn ihr es mit Freunden teilt. Ich sage ganz lieben Dank allen Abonnenten, ganz lieben Dank für eure schönen Kommentare und ganz lieben Dank für eure Anerkennung und Wertschätzung meines Kanals. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin alles Liebe, Mona, ciao.